Meine Mähne würde ich gerade nehmen. Kommt man raus, der großmächtige Mann, beim Sens in der Wirbel hat einen werdenden Zahn. Und er jammert und haust und der Doktor so weit. Und die Arbeit so gnädig und keins hat just Zeit, dass im Abend kein Firn auf Eibes wohl nein. Allein kann er nicht, muss er wach damit sein. Da mal die Bayerin, ich kann's ja probieren, könnt ihr unser Hirsel und Russen zum Zahnreißen führen. Das ist ja jüngst Bierbli, grad sechs habe ich heut. Grad lang, klar winzig, aber witzig und gescheit. Sie ruft den Horn von Schaufholten von der Halt, muss Arbeit zum Doktor auf Eibeswald. Ich lasse mich ja grüßen und die bitten halt recht, aber nicht unseren Russen die Zähne reißen möcht. Nimmst das Rucksackel mit, bringst von Krammer einen Tee, der eiserne Sterzpfann und der Backo Kaffee. Für 3 Kreuzer Zimt, für 7 Kreuzer Zwirn, für 7 Kreuzer Zimt und brauchst eine beim Fölber, ob der Blaudruck gleich kommt. Auf Eibeswald habe sind es 4 Stunden und dann sagt die Köchin vom Doktor, mein Grot ist er fort. Da sagt er, da schafft der Hirsel und Russen, da setzt dich jetzt rein ins Vorhaus und wartest, die kauft dabei ein. Ja, und wie es fertig sind, sind sie schier stark heim zu. Dann fangen sie an schneien und das Wart, dass man die Hand vor den Augen nicht mehr sieht. Und der Russ oder der Hirsel wird müde, weil der Rucksack so zieht. Dann nimmt der Russ über und es schneit wie nicht gescheit. Und es wird schon bald finster und der Weg noch so weit. Und der Hirsel muss alle paar Trosten im Schnee. Er möchte so gern schlafen und die Füße tun ihm weh. Dann nimmt ihn der Russ ganz geschmeidig auf den Arm, holt den Mantel über und holt ihn schön warm. Sie geht übers Bachel durch den Wald, wo mit Blochholz verrammt. Und das Bürbli hat wunderschön brannt. Von der Regel ihr Gras, von Christkindlbaum und obwohl der Vater vom Krieg wieder kam. Und hat nicht gemerkt, wie der Russe ihm oft heimlich hat druckt. Und wird erst wieder munter, wie es geht, da gar verzuckt. Dann stellt er ihn nieder, ganz geschmeidig, auf die Füße vor dem Haus. Wie schaut denn der Hirsel als Wachtersust aus? Ja, herauf. Wie schaut denn der Hirsel als Wachtersust aus? Und sie läuft um die Suppen und die Mutter ist froh. Und der Russ steigt schön geschmeidig in Stadel in Stroh. Und liegt Bachel warm, derweil der Schneewind hersalzt und träumt, wie sein Bürbel im Russland ihm heißt. Bravo! 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 Ja.